Es ist ein riesiger Komplex, der hier die Landschaft, zumindest wenn man nach der Meinung des Bürgermeisters geht, verunstaltet. Dicke Ketten sichern eins der vielen Tore. Das schützt aber nicht vor Verfall und Vandalismus. Und das Ganze hier ist ein Ferienkomplex, der damals zur italienischen Post gehörte. Und zwar genauer genommen zur Sozialversicherung der italienischen Post. Denn hier in dieser Anlage waren von 1974 bis 1997 230 Kinder von Postangestellten auf Kosten der Post untergebracht. Man konnte hier Ferien machen und die Landschaft hier drumherum ist wirklich idyllisch, es ist Wald, es ist Natur und das war auch der Trend damals, den man gegangen ist. Und deswegen hat man diesen Betonklotz, wie ihn der örtliche Bürgermeister bezeichnet, hier auf dem Berg gebaut. Die Umgebung ist schön, es ist absolut ruhig, es ist ein bisschen frisch hier in der Toskana, aber es kann auch an der Jahreszeit liegen. Wenn euch das Ganze gefällt, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um nichts aus der Welt zu verpassen. Wir gehen jetzt mal auf der Erkundung in dieses Gebäude, was ist noch da, wie sieht so etwas aus und erzählen euch ein bisschen was zu der Geschichte. Ich denke, dieses Tor hier ist ein ehemaliger Lieferanteneingang für diese ganze Anlage. Und diese Anlage hat einen unglaublichen Kostenfaktor damals verursacht. Und heute liegt das alles hier auf dem Weg ins Innere. 13 Millionen Euro umgerechnet aus den damaligen Jahren hat diese Anlage hier gekostet. Und sie wurde nur 20 Sommer betrieben. Heute ist das alles verlassen. Und man sieht richtig, wie das hier alles runterbröselt und du siehst immer die Betonteile, die hier so ein bisschen von der Fassade kommen, ist auch vielleicht nicht ganz so ungefährlich. Und ich denke, das bezeichnet auch das, was der Bürgermeister an den Präsidenten geschrieben hat, vor einigen Jahren in einem offenen Brief. Denn der Bürgermeister hat sich darüber beklagt, dass dieses hässliche Objekt doch hier sinnlos die Natur verunstaltet und es ist alles schon irgendwie abgestützt oder es war damals schon Teil der Baukultur, ich weiß es nicht. Doch, das ist von früher. Also hier ist was abgestützt, aber das hier sieht man, das sind so Rohrleitungskanäle. Erstmal muss man sagen, von der italienischen Post, eine coole Sache, dass man so eine Anlage gebaut hat, nur speziell für die Kinder, die hier von den Postangestellten Urlaub gemacht haben. Der Trend ging weg vom Meer, mehr in die Berge, mehr in die Natur. Und dafür gab es dann diese gigantische Anlage. Riesige Wendeltreppe, ne? Und wir schauen jetzt mal, wo und was wir hier noch sehen können. Denn man hat sich auch viel Mühe gegeben, das Ganze hier so ein bisschen zu schützen. Aber hier geht es irgendwie ins Nirgendwo, ne? Ach ne, hier ist nur dieser Balkon. Somit verlor man hier auch 1997 60 Saisonarbeitsplätze, denn zu den Zeiten in den Sommermonaten, wo diese Anlage betrieben wurde oder aktiv genutzt wurde von den Kindern zur Beherbergung, gab es hier 60 Arbeitsplätze um, oh hier ist ein altes Büro, wa? Um die Kinder hier zu unterhalten und das finde ich ja sehr fantastisch, hier ist ein altes, das ist eine Pumpe, ne? Oder was ist das? Ist das eine alte Luftpumpe? Ja, ne? Oh. Nee, die funktioniert nicht mehr. Aber ein wirklich altes Gerät. Jedenfalls, als die Anlage geschlossen wurde, vor einiger Zeit, haben 60 Menschen ihren Arbeitsplatz hier verloren. Und das ist für die Region natürlich auch wirtschaftlich ein Schlag gewesen. Und heute sieht es hier so aus. Was wieder mal faszinierend ist, auch für Italien, man hat die Anlage wieder mal mit allem, was drin war, wieder zurückgelassen. Ne? Man hat sich keine Mühe gegeben, die Schreibtische, die Computer, die ganzen Utensilien, die hier drin sind, noch irgendwie mal anders zu verwenden, sondern man ist einfach gegangen und man hat einfach Feierabend gemacht. Das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt das Jahr 2022, 97, das heißt vor 25 Jahren war der letzte Mensch hier quasi am Arbeiten. Es sind so viele Büros und alte Schränke.
blickt man hier so in die stille Landschaft, ne? Durch das Loch in der Scheibe. Schön traurig. Natürlich, also von außen ist der Betonkoloss, wie man ihn hier nennt, schon eindrucksvoll. Aber ja, doch natürlich ziemlich hässlich, weil das ist halt einfach so ein schwarzer, grauer Klotz, der hier auf dem Hügel thront. Ach, die Unterlagen wieder, das ist typisch Italien. Das sind Wandtresore sogar. Ja. Wir warten hier die Goldbarren. Techno Mexico. Hier, wo man drin war, wa? Wichtige Schlüssel. Das sieht ja wild aus, ey. Guck mal, da tropft das Wasser schon von der oder aus der Wand raus und läuft die Scheibe runter. Ein bisschen gruselig. Die ganzen Betten oder die ganzen Matratzen der Betten liegen hier herum. Das ist sehr faszinierend, trotzdem gebaut, das Gebäude. Ne? Guck mal, da oben ist eine Treppe. Das ist ein Raum im Raum. Das finde ich ja ganz cool. Aber was hier mal drin gewesen ist, hier ist so eine, ich habe überall Spinnenweben hier. An der Rübe. So eine Holzsitzbank. Ach cool. Ja, ganz schön groß, ne? Also ganz schön hoch. Den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht so. Sehr verwinkelt gebaut. Und hier schien irgendwie auch die Schlafsäle gewesen zu sein. Das ist ja witzig. Das war also so offen. Und hier waren dann die Zimmer der Kinder. Hier die ganzen Schränke mit Nummern. Hatte also jeder seinen eigenen Schrank und wahrscheinlich ein eigenes Fach, wovon Mama dann die mitgegebenen Süßigkeiten gut verschlossen waren vor den mitreisenden Kindern. Vielleicht kennt es der eine oder andere selbst, wie das damals war. Der eine hatte Chips, der andere Schokolade und dann ging die Dealerei los. Die hatten sogar alle Nummern hier, die Matratzen. Schlafsaal, ne, so offen. Das erinnert mich an einen Ort, den wir mal gezeigt haben, auch im Norden Italiens. Kinderheim, ne? Mit diesen Isolationsräumen und auch offenen. Ja, Umbrien, das ist nicht im Norden. Oder in Umbrien war das. Da war auch das Hotel, wo mit dem Harry Potter Waschbecken. Ja, genau. Mit dem Harry Potter Waschbecken. Ja, das ist so typisch. Für eine andere Größe gemacht. Ne? Ja, drüben sind noch so kleine. Ach, guck dir mal die Riesenspinne an, da die da tot drin liegt. Ja. Ach, guck, wie groß die ist. Ekelhaft. Ja, schnell weg. Was waren hier für Räume? Hier war bestimmt der Betreuer untergebracht. Schau. Oder? Das sieht doch so aus, ne? Als wäre das Zimmer von dem Betreuer gewesen, mit einem eigenen kleinen Bad hinten dran. Also konnte man es auch aushalten, denke ich. Und das Ganze war oben rüber offen, dass man hören konnte, ob noch geflüstert wird oder ob sie jetzt im Bett sind. Und schön eigentlich die Holzbetten, ne? Nicht so hässlich, sondern eigentlich relativ gemütlich gemacht. Den Schubladen unten dran. Und da sieht man auch, wo 13 Millionen Euro drin sind. Ne? Das waren 1,5 Milliarden Lire. Irgendwie Gesamtkosten für den Komplex. Das ist schon Wahnsinn. Man hat das ganze Projekt 1997 eingestellt, weil es geht immer um den Dollar. Es geht auch in der Zeit, gerade in der heutigen Zeit, es passiert viel mehr über E-Mail, über das Internet, wie ihr uns jetzt auch gerade hier seht. Und das macht es natürlich auch für Unternehmen wie die Post schwierig, denn es wird immer teurer. Ja, jeder kennt es, jedes Jahr werden die Portopreise der Briefe teurer, weil der Diesel teurer wird, weil die Menschen mehr Gelder ausgeben müssen privat und dann auch wieder mehr verdienen müssen. Und das ist dann so ein ewiger
Kreislauf von Kostenintensivierung. Also es wird immer höher und immer höher. Und es hat sich hier nicht mehr gelohnt. Und man hat dann natürlich an den Stellen den Hahn zugedreht, wo man als erstes und am einfachsten den Hahn zudrehen konnte. Und jetzt schauen wir mal, ob hier auch noch Schlafplätze. Ach ja, das ist ja cool. Architektonisch geil gemacht wieder, ne? Ist wieder typisch Italien. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht und hat also dieses hier als einen gigantischen Schlafsaal gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir oben den nächsten Teil des Schlafsaals finden. Vielleicht nochmal mit einem Betreuerzimmer, mit so einem Aufpasserzimmer quasi. Hier ist nämlich auch wieder ein Badezimmer. Oh ja, hier ist wieder der nächste Schlafsaal. Sehr cool. Und hier ist wieder das nächste Betreuerzimmer. Also war immer der strukturelle Aufbau so gewesen, dass man immer die einzelnen Zimmer hatte. Und anbei ein Bad. Auch wieder mit kleinen Schließfächern, kleinen Waschbecken mit so einem Trinkbrunnen. Auch ganz niedlich, haben wir auch noch nicht gesehen. Oder? Nö, ne? Hab ich jetzt noch nicht so in Erinnerung. Also ein typisches Bad. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal einen höher hier. Ob das ein Verbindungsgang ist. Oder ob das auch noch Schlafsäle waren. Oh ja, Wahnsinn. Die haben wir da bis an das Dach vollgeladen, ne? Tatsache. Hier sieht man aber schon, wie der oberste Stock echt leidet unter den Einflüssen der Witterung. Wahnsinn. Und ich muss wieder an der Stelle sagen, die Betten sind vielleicht ein wenig Geschmackssache. Ja, aber sie verrotten hier. Hätte nicht sein müssen, ne? Hätte man an Jugendherbergen spenden können, hätte man vielleicht an Kinderheime weitergeben können. Oder. Als man damals 1997 die Anlage geschlossen hat. Das hat man nicht getan. Warum man das nicht getan hat? Weil wahrscheinlich Augen zu und Schlüssel weg funktioniert ja meist besser. Zumindest habe ich so den Anschein. Dem Bürgermeister ist der Bau hier ein Dorn im Auge, weil er natürlich die Natur verunschandelt. Ist auch klar, es gibt vielleicht Rückstände von der Anlage, die hier die Natur verunreinigen. Aber dazu kommt halt auch einfach, dass es nicht schön ist. Man hat hier wirklich schöne Landschaft, schöne Natur. Und wenn dann so ein Betonklotz hier drin steht, kann man damit ja nicht viel anfangen. Außer man findet einen Investor, der aus so einer Anlage hier ein Hotel macht. Oder anderes. So. Hier sind wir am Ende der Anlage nach vorne hin, ne? Ich glaube, wir müssen so und dann mal runter. Es muss ja eigentlich noch hier eine Kantine geben. Eine Großküche. Vielleicht gibt es noch eine Sporthalle. Vielleicht hat man aber auch diesen Bereich hier unten im Untergeschoss der Schlafsäle genutzt für Aktivitäten, oder? Schreibt eure Gedanken gerne mal in die Videokommentare, was ihr glaubt, welche Bereiche wirklich oder ob dieser Bereich vielleicht so für Unterhaltungsprogramm bei Schlechtwetter gedacht war. Ja, total witzig, über die Dinger zu walken. So. Das sind doch so alte Federmatratzen, ne? Da sind Federn drin. So diese Spiralfedern. Dann läuft es sich echt witzig. So, gehen wir mal hier runter. Ein alter Wagen, nichts Aufregendes, aber ja,
hier waren auch überall Schlafsäle. Auch überall Schlafsäle. Die Fenster sind auch witzig, ne? So kleine, zack, zack, zack. Kannst du auch nur so kippen, damit da keiner rausklettert. Unwissentlich. Das Problem ist halt immer, also bei einem Gebäude in dem Zustand einen Investor zu finden, und wir sind hier wirklich am Arsch der Welt. Hier ist halt nichts. Hier ist jetzt aber auch kein Skigebiet, dass man jetzt sagen könnte, okay, die Skifahrer wird es freuen. Von daher ist es sehr, sehr schwierig, aus so einem Gebäude dann tatsächlich nochmal etwas zu machen, hier nochmal neues Leben entstehen zu lassen. Hier, kennst du diesen Gumminockenboden? Den kenne ich noch ganz früher aus der Schule. Und der war oft so in den entweder im Schwimmbad oder in der Turnhalle. Gehen wir mal schauen. So, oha, oha, die Wand, vorsichtig. Attenzione. Das sieht aus wie Tablettwagen, ne? Für die Küche. Und was ist das für ein abgedrehtes Ding? Das Sitzinsel, oder falsch rum? Stimmt. Auf der anderen Seite war die Tischplatte drauf, ne? Hier ist richtig die Mensa, ne? Guck mal, hier ging es rein. Und hier ist die Kantine gewesen. Das ist eine Mutter mit ihren Kindern und Papa auf Expeditionskurs. Also hier ist die Kantine gewesen. Wahnsinnig groß, ne? Wenn man das jetzt mal sich so anschaut. Diese ganzen uralten Metall-Sitzgelegenheiten, die hier leider alle über Kopf stehen. Nee, da hinten ist noch eine ganz, aber da fehlt die Tischplatte. Und da sieht... Stimmt, die ist ganz. Da haben die Kinder dann damals dran gesessen und gegessen. Und hier ist ein abgesperrter Bereich. Und hier hinter war die Küche. Beziehungsweise die Essensausgabe. Die Küche ist nämlich da drüben, die habe ich eben schon erspäht. Aber hier ist die Essensausgabe gewesen, die war ganz schön groß, damit du hier viele Hungrige abspeisen konntest. Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht sogar ein Buffet war, dass man quasi da reingehen konnte, sich vorne ein Tablett nehmen konnte. Dann konntest du dir hier Teller rausnehmen aus den Wagen, da war vielleicht morgens auch Wurst, Käse, Frühstück drauf. Und dann hast du hier dein warmes Essen bekommen. Cool. Und ich finde auch, wenn es so von außen so düster aussieht, es ist noch relativ viel zu sehen eigentlich. Ne? Bevor wir in die Richtung gehen, weil wir da ja auch wieder rausgehen, gehen wir in eine Großküche. Ne? Schauen wir uns die mal an. Vielleicht für den einen oder anderen technisch ein bisschen was dabei an Gerätschaften aus längst vergangener Zeit. Hier waren dann so Klappdinger, so Türen. Zack. Ich will es einfach nicht kaputt machen, weil es schon so verrostet ist. Aber die waren dann aufgeschwenkt. Oder die schwenkten dann auf und dann kann man rausgehen. Hat auch so ein bisschen was von einem Einkaufsladen dann, so, wenn man mit dem rausschwenkt nur. So, hier sind wieder WC-Anlagen. Man kennt sie. Okay, da müssen wir mal ein bisschen gucken eben. Ich denke, wenn wir hier an der Seite lang gehen, dürfte es gehen. Das ist ein großer Fahrstuhl. Oh ja, gut. So, wir werden jetzt mal die Dokumentation der Küche ein bisschen aus der Ecke hier machen. Wenn du hierher kommst, kann man rumschauen. Das ist die ehemalige Großküche mit den Kühlräumen da hinten und. Aber die Decke ist, schaut mal, das hängt da ja auch alles gewichtstechnisch dran. Und statisch würde ich das als nicht mehr ganz so toll begutachten. Aber hier sind die ganzen Gerätschaften. Man sieht hier vorne die Fritteusen, die unglaublich vielen Herdplatten. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kochfelder mit Gas. Und da oben die großen Kipper. Ne, da kannst du ja so Suppen drin machen und. Ist auch überlegen, 230 Kinder haben Hunger.
dazu 60 Erwachsene. Du musst also 300 Personen verpflegen, Minimum. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Wahnsinn. Da hinten ist noch so ein abgetrennter Bereich. Haben wir auch sehr oft in Italien gesehen, dass es immer extra abgetrennt ist. Und da werden dann so Speisen, Salat zubereitet, Wurst, Käse, Brötchen und all so ein Zeug. Und ganz hinten durch, zwei Kühlräume, die beiden Türen und links davon sehe ich noch so eine Art, nee, auch ein Kühlraum. Konnte ich gerade die Tür nicht ganz sehen, aber es ist auch ein Kühlraum. Also drei große Kühlräume, in denen das Essen gelagert wurde. Wahnsinn. Es ist immer beeindruckend, wie viele Leute die Geräte immer sehen und ich immer wieder mal lese, das kenne ich noch von meiner Zeit damals im Hotel oder in der Großküche oder als Koch oder habe so ein Ding selber zu Hause. Es gibt irgendjemanden, der hat so einen Soßenkipper zu Hause. Ja, ja, doch. Weil der macht immer Gulasch oder so, aber für eine ganze Fußballmannschaft. Der hat so ein Ding zu Hause mit Starkstrom und dann geht das richtig ab. Das kann man auch kippen. Ne? Da sieht man die Kurbel noch. Da, das ist so ein Kippding zum Braten. Ne? Da kannst du so Sachen drin anbraten mit Soße und das dann auch abkippen. Cool. Eine Menge noch da. Wir gehen mal auf die andere Seite des Gebäudes. Hier ist noch Küchenbereich mit so Arbeitsflächen. Ja. Ganz, ganz fürchterlicher Zustand. Ja. Aber dann gehen wir jetzt eine runter, ne? Hier kann man auch nochmal einen Blick runterwerfen. Es ist halt ein einziger Betonbau, ne? Also schön, schön ist jetzt was anderes. Aber die Aussicht, wenn man jetzt hier mal so einen Blick rauswirft auf die Berge durch die vermoderten Fenster oder die nicht mehr da sind. Ich kann die Leute schon verstehen und auch die Menschen in der Stadt, dass sie sagen, ey, es kann doch nicht sein, dass hier dieser Betonklotz auf unserem Berg verschimmelt und wir jeden Tag drauf gucken und auch bestimmt viele Menschen drauf gucken, die hier mal gearbeitet haben, zumindest in der Saison. Ist in Italien auch nicht unüblich. Ne? Gerade aufgrund des vielen Tourismus gibt es ganz, ganz viele Menschen, die arbeiten im Sommer. Entweder nur im Sommer in der Gastronomie, im Hotel, im Tourismus. Oder die arbeiten im Sommer in dieser Branche oder in irgendeiner Branche. Und im Winter dann in einer ganz, ganz anderen. Das gibt es auch viel. Hier unten. Oma trägt gerade Schränke weg. Nicht dein Ernst. Ehrlich jetzt? Ich weiß, die Meinungen sind da ganz empfindlich, wenn es darum geht, dass Leute etwas von diesen Orten entwenden. Zwei Holzschränke stehen wahrscheinlich jetzt in dem Kinderzimmer, weil sie wahrscheinlich kein Geld haben, um neue Holzschränke zu kaufen. Oder vielleicht den Wiederverwertungswert sehen. Ich sehe da auch immer die Leute, ich möchte keine Diskussion in den Kommentaren im Detail, aber ich sehe auch viele Leute, die immer sagen, hey, das kann man doch irgendwie noch benutzen. Warum benutzt das denn keiner mehr? Ist doch Quatsch. Holzbänke. Wieder eine Menge Holzbänke in einer sehr unterschiedlichen Anordnung. Ob die mal so hingestellt wurden, wie die mal standen. Hier ist eine Schrankzeile. Vielleicht war das auch mal ein Bereich, wo es vielleicht Bücher gab oder so. Also es war eigentlich ein Sommerlager für die Kinder der Post oder von den Mitarbeitern der Post, die Kinder. Also Schulkindalter, so junges Schulkindalter wird wahrscheinlich unter, auch Toilettenhöhe und sowas, ne, war ja relativ gering. Vielleicht gab es ja Bücher oder Sachen zum Malen, irgendwie etwas in die Richtung. Und hier, jetzt sehen mit den ganzen Holzdingern, ne, da steht sogar noch so eine alte Bodenpoliermaschine von der Firma Tusky. Was ist denn hier? Ach, hier waren die Duschanlagen. Guck dir die Dinger an, ey. Grün bis sonst wohin. Pull it up. Das Ding, hast du gesehen? Das ist auseinandergefallen, als ich abgenommen habe. Das sind die alten Haarföhne, ne? So einen hatten wir heute Morgen auch im Hotel. Aber
Aber nicht im Grün. Nicht im Grün, ne. Aber das ist die alte Technik, ne? Guck mal, die sind noch aus. Aus welchem Jahr sind die? Was denn? 700 Watt, ne. Steht nichts weiter drauf. Also hier hat man so einen riesigen Duschraum gehabt. Schön mit den Holzklingern, ne? Das habe ich so ein bisschen in den Yachthäfen, wo wir gewesen sind, jetzt auf der Überfahrt von Malta nach Italien mit unserem Schiff, habe ich das vermisst, dass da mal so irgendwie sowas war wegen dem dreckigen Boden, oder? Wenn ihr die Videos noch nicht kennt, checkt die Playlist Boating ab. War eine sehr spannende und stürmische Überfahrt. Ja, noch zwei Toiletten, drei Toiletten und ein Fahrstuhl. Warum hier ein Fahrstuhl war? Okay. Ist er da oder ist er nicht da? Er ist nicht da. Natürlich aufpassen mit den Glasscheiben. Ne? Hier liegen so ganz viele Riesenscherben. Ja, aber coole Duschräume, die sehen mal angenehm aus. Also bis auf die Fäkalien da drin jetzt, aber da drüben noch mehr. Jungs und Mädchen getrennt. Ja. Da drüben ist nochmal dasselbe plus eine gigantische Lüftungsanlage. Gucken wir auch nochmal schnell. Die Anlage hier. Steht wieder so eine einsame Luftpumpe. Hier oben hier über die Luftpumpen stehen. Ah, hier aber die Heizung. Oder die Lüftungsanlage. Wahnsinn groß, ne, so ein Ding. Die sind dicken Rohren, ne. Schon Wahnsinn. Krass. Ich guck hier, dass die Mädchen durchgehen. Die sind rosa. Ach, die haben in der Mädchendusche eine andere Farbe. Was war drüben? Blau? Blau. Und hier war pink. Rosa. Sagt man pink oder rosa? Rosa. Rosa. So ein Glasschrank, der war drüben ja kaputt. Kleine Details, die es wertvoll gemacht haben. Also ich finde dafür, dass es eine Einrichtung gewesen ist, welche aus den Sozialbeiträgen der Mitarbeiter der Post gezahlt wurde und finanziert wurde, haben die das schon eigentlich ganz schön gemacht, muss man sagen. Also ich glaube, dass die Kinder, die hier waren, wenn das Wochenendprogramm gestimmt hat, hier mit diesen ganzen Holzverkleidungen und so, ich denke, dass auch dieser ganze Betonbau damals nicht so hässlich gewirkt hat, als er denn doch noch schön war. Und dass die hier eigentlich, wenn die ein gutes Programm hatten, einen guten Urlaub hatten. Und die Eltern dann auch mal zwei, drei Wochen Urlaub quasi. Ich glaube, das ist ganz gut. Das wird auch der Gedanke der Post gewesen sein. Hier geht es aber noch ein bisschen weit runter. Dass sie sich gesagt haben, hey, wenn wir unseren Angestellten die Möglichkeit geben, sich in ihrem Urlaub richtig zu erholen, gibt es vielleicht mehr Arbeitsleistung am Ende. Kann sein. Hier ist wäschereimäßig was gewesen. Stand auch Garderobe eben auf Italienisch an der Treppe. Und hier gab es die ganzen Laken und so, und auch in verschiedenen Farben. Ne? Gab es ja auch rosa für die Mädels, den Rest für die Jungs. Kann alles sein. Ja, ne, das ist so Sportkleidung von hier, ne? Post. Steht sogar drauf. Also hier sieht man dann mal die Kindergröße im Verhältnis. Ich könnte mir jetzt keine Andenkensjacke anziehen. Das wird nicht ganz passen. Aber das waren schon, die waren schon relativ kurz, ne, denke ich. Ja, hier war die ganze Bettdecken, Sportklamotten. Das war alles hier drin. Was waren das? War das für die Jungs? Oder war das alles gleich? Das ist jetzt hier ein bisschen die Frage, ne? Aber das hat auch wieder so blau am Kragen.
Farben sind nicht dieselben, ne? Die sind anders. Das war für die Mädels. Sportanzüge. Und das war für die Jungs. Das hat die richtig in Teamfarben gehalten, wa? Mit ihren Streifchen und ihrem Poststicker. So. Ja. Gehen wir hier noch weiter. Hier war eine Werkstatt, ne? Klettern wir jetzt mal nicht durch den Müll, aber hier wird wahrscheinlich Hausmeister zu Hause gewesen sein. Ich sehe da hinten auch irgend so einen Schleifbock. Da wird Luigi die eine oder andere Sache dran geschliffen haben. Und auch mit Sicherheit immer wieder Birnen ausgetauscht. Hier sind ganz viele Schlüsse dran gewesen. Schlüsselbrett. Hier wird der Hausherr quasi, der Hausmeister, seinen Platz gehabt haben. Da ist noch eine Nähmaschine. Die haben ja auch bestimmt mal Sachen repariert oder so. Irgendjemand hat sich das Knie aufgehauen, die Hose kaputt, ist vom Baum gefallen. Das, was wir damals noch erlebt haben, heute ist das ja nicht mehr so intensiv, leider. Zumindest nicht in der großen Masse. Und da musste man dann auch mal hier und da was flicken. So. Hier ist die große Shopping-Tour gerade. Guck mal, hier unten sind auch noch Mitarbeiterräume, glaube ich, ne? Ciao! Hier sind, glaube ich, noch Mitarbeiterräume, in denen... Die zerren da echt gerade einen Schrank raus, ne? Schon wieder. Räumt einen ganzen Raum aus. Ich frage mich auch gerade, war das eine Krankenstation hier? Falls mal was war. Mit diesen zwei Dingern da nebeneinander. Hier steht das Bett. Hier hast du so den Tisch mit dem Faxgerät und so. Es wird ja bestimmt, also wenn hier so in der Saison regelmäßig die Kinder quasi durchgegangen sind. Es wurde ja auch gesagt, so im Schichtsystem. Ne? Also zwei Wochen waren welche da, dann kamen die Nächsten, dann kamen die Nächsten, dann kamen die Nächsten. Wird es bestimmt auch hier, weil es ja abgelegen ist, also vom Dorf her, bestimmt einen Arzt gegeben haben. Oder irgendjemand, der medizinisch was reißen konnte. Kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt an denen vorbei, die da gerade die Bude ausräumen? Oder gehen wir noch einen runter? Wir gehen noch einen runter, wollen wir die nicht stören, wa? Das ist den Leuten vielleicht auch dann unangenehm. Das ist jetzt halt eine Familie mit zwei Kindern, die das da irgendwie gerade raustragen. Das sind jetzt hier nicht die Kabeldiebe-Trupps, wo ich auch ganz dankbar drum bin. Aber müssen jetzt da nicht mit der großen Kamera vorbeischlendern und noch ein schlechtes Gefühl machen. Oh, hier haben wir noch was. Das nenne ich mal Warmwasserboiler noch. Liter. 1973 gebaut in Verona. 3 Tonnen Warmwasser. Bäm! Und daneben nochmal, ne? Waren das nur 6 Tonnen? Hat das gereicht für einen Duschdurchlauf? Ich denke, ne? Oh, hier haben wir noch ein gigantisches Lager. Mit allen möglichen Scheiß. Oder sind Taue? Wir sind im Keller von der Bude, ne, glaube ich, angekommen. Ja, hier ist sogar eine Garage gewesen, wo irgendein Fahrzeug drin stand. Da ist wieder nur ein Fahrstuhl. Fahrstühle gab es ja aber einige, ne? 4 Stück schon gesehen. Hätte ich gar nicht gedacht. Es war schon günstig gebaut hinter den Kulissen, ne? Also hinter der Fassade war schon billig gemacht. Lange, 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 lange ist es her, dass hier also jemand Urlaub gemacht hat. Jetzt holen sich hier die Bewohner aus der Umgebung die letzten Habseligkeiten, die man noch weiterverwenden kann. Und das Gebäude verfällt, verfällt, verfällt.
Wir verabschieden uns hier von dem Ort aus der Toskana. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für alle möglichen Berichte aus der ganzen Welt über verlassene Orte, kriminelle Unterwelt oder verschwundene Menschen, die irgendwo wieder gefunden wurden. Viele verschiedene Themen. Und jetzt gibt es für euch einen Abspann. Ihr könnt euch auf der einen Seite noch ein anderes Video angucken, auf der anderen Seite eine Playlist und in der Mitte den Kanal bequem abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt gesund. Ciao, macht's gut. Look around where you are. See my love shine like the stars. Take a breath where you stand. I'm forever here to hold your hand. Oh, across the sky won't outshine my love for you.